Mein Name ist Niusha, ich studiere Disability, Diversity und Digitalisierung an der FH Kärnten im zweiten Semester. Mein Name ist Angelika, ich studiere im Masterstudiengang Disability, Diversity und Digitalisierung an der Fachhochschule Kärnten und ich freue mich, gemeinsam mit der Niusha euch einen kurzen Einblick in unser Studium zu geben. Warum habt ihr euch genau für dieses Studium entschieden? Digitalisierung, Diversity ist so circa das, was ich gesucht habe, es hat mir gut gefallen. Und dann eigentlich der große Pluspunkt war, dass es berufsbegleitend war. Und wie schaut es bei dir aus, Angelika? Ich habe im Bachelor Disability and Diversity Studies absolviert und für mich war relativ schnell klar, dass ich auch einen Master machen will auf diesem Gebiet. Und mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, der dazu kommt, treffen wir ganz einfach den Zahn der Zeit. Welcher Tätigkeit geht ihr nach, wenn ihr nicht gerade studiert? Also ich bin Lehrerin an einer Mittelschule im 10. Bezirk in Wien, unterrichte die Fächer Englisch, Geografie, Wirtschaftskunde und Berufsorientierung. Ich arbeite in der beruflichen Integration mit Menschen mit Behinderung oder ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen. Welche Vorteile bietet ein berufsbegleitendes Studium und gibt es auch Herausforderungen? Berufsbegleitend zu studieren heißt für mich ein hohes Maß an Flexibilität im Beruf, in Vereinbarung mit der Familie. Man muss ja dazu sagen, dieses Studium ist nicht nur berufsbegleitend, sondern es ist ja 80% Online-Lehre. Und das noch einmal bietet wirklich viel Flexibilität. Also ich muss sagen, wenn es nicht die 80% Online-Lehre gegeben hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht für das Studium bewerben können. Wie würdet ihr eurer Oma erklären, was ihr studiert? Gute Frage. Ich würde meiner Großmutter wahrscheinlich erklären, dass wir hier in diesem Studiengang Techniken, Methoden und Systeme kennenlernen, die der Großmutter, also dir, liebe Oma, ein selbstbestimmtes, selbstständiges, sicheres Leben zu Hause so lange als möglich ermöglichen. Wir befinden uns ja hier in einem eurer Labore. Was ist das Besondere an diesem Raum? Der Boden überwacht zum Beispiel oder nimmt alle Schritte auf, kann man das so sagen? Ja? Ist mit Sensoren ausgestattet? Genau, mit Sensoren ausgestattet, genau, richtig. Was zum Beispiel einer älteren Person, die hier wohnen würde, ein bisschen Sicherheit gibt. Also nicht nur der Person selbst, ja, sondern auch den Angehörigen. Ja. Wenn man weiß, okay, ist die Person jetzt gefallen? Ja, der Boden würde zum Beispiel erkennen, wenn eine Person fallen, stürzen würde. Ja. Wäre das jetzt meine Mutter, ja, die hier wohnen würde, sie ist ein bisschen älter, würde es mir als Tochter einfach eine Sicherheit geben, wenn ich weiß, okay, wenn sie stürzt, dann weiß sie, nee, kriege ich das genau mit. Ja. Also dieses Labor wurde ja den Lebensumständen so nahe als möglich nachempfunden und ist dafür gedacht, dass man wissenschaftlich überprüft, was bräuchte man, um Menschen im Alter gut zu unterstützen, damit sie sich sicher fühlen und eben selbstständig so lange als möglich in den eigenen vier Wänden verweilen können. Gibt es ein paar konkrete Beispiele, womit ihr euch beschäftigt, wenn ihr in der Präsenzlehre seid? Im letzten Semester haben wir ein paar spannende Aufgaben gehabt. Wir haben Roboter gebaut. Wir haben Roboter zusammengebaut und ja, sie auch fahren gelassen. Genau, also sehr, sehr vielseitig gewesen. Wir waren aber im Labor, haben uns Prothesen angeschaut zum Beispiel, haben die digital teilweise also gesteuert. Nächstes Semester haben wir ein englischsprachiges Semester. Wird auch spannend. Wäre es eurer Meinung nach möglich, dass in Zukunft Roboter gewisse menschliche Dienstleistungen im Sozialbereich ersetzen? Also meine persönliche Meinung ist, dass so gerade so in dem Bereich Pflege, Soziales, Roboter oder die Technik keine Menschen ersetzen kann. In vielen anderen Bereichen finde ich schon, aber gerade da ist der Mensch, glaube ich, einzigartig. Ja, also das, solche Sachen, gerade so diese Pflegeberufe, das Soziale geht halt mit viel Empathie einher, Menschen, direkter Menschenkontakt auch. Ja, ich glaube, das kann die Technik nicht ersetzen, bin überzeugt keine Roboter. Davon. Ich glaube nicht, dass es einen Arbeitsplatz weniger geben wird für den Menschen, aber dass es die Arbeit bei Weitem erleichtern wird. Also ich würde auf jeden Fall sagen, gib dem Ganzen eine Chance, mach es. Es ist sehr zukunftsorientiert, keine Angst davor, dass es zu techniklastig ist. Ich glaube, wenn man gerade so frisch das Studium beginnt, ja, hat man ein bisschen die Sorge oder schreckt ein bisschen zurück. Ui, da werden jetzt Roboter gebaut oder wir müssen irgendwas programmieren und so, haben wir ja schon alles gemacht. Aber das ist wirklich wir sind alle auf demselben Level. Ja, wir sind alle Anfänger auf dem Bereich. Es wird nichts vorausgesetzt aus dem Vorstudium, aus dem Bachelorstudium. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dem Ganzen eine Chance geben, probieren. Also ich würde sagen, verlasst eure Komfortzonen und ran ins Speck.